So, dann kommen jetzt ein paar Fragen von Jens Böckenfeld, Große Freiheit TV. Also diese Fragen, will ich das noch mal einmal sagen, die deuten auch alle darauf hin, dass es eine Haltung geben sollte, ist doch alles nicht so schlimm. Wir sind in einer kritischen Lage der Pandemie. Und wer es nicht glaubt, kann sich in Europa umgucken. Also wir haben kein Problem mit dieser PCR-Technik, falsch positive Fälle in einem nennenswerten Umfang hier zu haben. Es ist hier wirklich eine Legendenbildung im Hintergrund, so nach dem Motto, ist doch alles irgendwie nur eine Fehlinterpretation von Daten. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ja, ich habe es endlich mal geschafft bei der Pressekonferenz in Hamburg, wo ja jede Woche hier die Corona-Lage besprochen wird, ein paar Fragen zu stellen und seid hier gespannt drauf, wie der Bürgermeister Herr Tschentscher auf meine kritischen Fragen reagiert hat. Wie kam es dazu, dass ich da Fragen gestellt habe? Also ich habe da letztens schon 2-3 Mal reingeschaut in die Pressekonferenz und da war es dann immer so, dass ich gesagt habe, hey, die Journalisten, die stellen einfach super banale Fragen, die sind halt einfach super oberflächlich, da geht es dann drum, ach, wie viele Ordnungswidrigkeiten gab's und setzen wir jetzt die Maskenpflicht hier oder dadurch oder wie ist die Beschilderung? Also so richtig kritisch waren sie nicht. Und so habe ich mir dann gesagt, okay, ich muss auch dabei sein. Da war das dann so, da habe ich mich per E-Mail beworben, ich habe ja auch einen offiziellen Presseausweis, habe dann gesagt, hey, ich will da mal ein paar Fragen stellen und habe dann mir gesagt, okay, am liebsten aus dem Homeoffice raus, dass sie einfach die Fragen uns in kurzer Form zukommen lassen und wir die dann fragen und das ist dann tatsächlich auch passiert. Aber bevor wir zu den Fragen kommen, wollen wir einfach mal schauen, was da bei der Pressekonferenz gesagt wurde. Ich darf Ihnen einmal kurz die Zahlen, die Sie wahrscheinlich kennen, hier noch einmal vor Augen führen. Es geht so, dass wir jetzt seit August, September diesen Anstieg der Neuinfektionszahlen haben in Hamburg, wie auch in Deutschland. Ja, hier auch. Hier sieht man direkt wieder, man zeigt nur absolute Zahlen und keine relativen Zahlen, dass sie die Tests verdreifacht haben. Wie hier aus den RKI-Zahlen hervorgeht, wir sehen hier einfach auch mal den Bericht bis Kalenderwoche 40. Wir sehen hier in Kalenderwoche 19, wo man den Lockdown aufgehoben hatte. Da hatte man knapp 400.000 Tests mit einer Positivquote von 2,66%. Und nun, Kalenderwoche 40, hat man knapp 1,1 Millionen Tests mit einer Positivquote von 1,64. Wenn man sich jetzt einmal mal den aktuellen RKI-Lagebericht anschaut, man hat es natürlich genau da abgeschnitten, wo die Positivquote am geringsten war. Ein Schelm, wer da Böses bei denkt. Wir sehen jetzt gerade bei der Kalenderwoche 41 liegt die Positivquote bei knapp 2,5%. Dazu später noch mal mehr. Insofern sind diese Statistiken sehr irreführend und das ist auch genau das, was das Netzwerk für evidenzbasierte Medizin immer kritisiert, dass man Zahlen ohne Bezugsgröße kommuniziert. So, jetzt gehen wir weiter. Jetzt schauen wir mal weiter bei der Inzidenz. Und wir sehen eben auch, dass dieser sogenannte 7-Tage-Wert, der ja ermittelt wird, dass der den Wert von 50 jetzt zum zweiten Mal in Hamburg übersteigt. Das ist etwas, was als Grenze auslöst, eine Beschlussfassung, die die Ministerpräsidenten für ganz Deutschland getroffen haben, die wir natürlich hier in Hamburg auch umsetzen. Hier sehen Sie aber auch nochmal, dass wir tatsächlich nicht nur über Zahlen reden, die irgendwie in Statistiken bedeutsam sind, sondern wir sehen eben auch das, was wir ja nun seit geraumer Zeit auch schon sagen, dass sich mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung diese Neuinfektionszahlen eben auch in die höheren Jahrgänge hineinbewegen und dass wir insofern natürlich jetzt auch nicht überrascht sind, dass es wieder mehr stationäre Fälle gibt. Ja, zu den Inzidenzen habe ich auch hier ein Video gemacht. Das große Problem ist da einfach, dass das im Mai willkürlich festgelegt wurde, diese Zahl von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen. Und da ist natürlich, wenn man sich das anschaut, da auch wieder, wenn man mehr testet, bekommt man natürlich auch höhere Inzidenzen. Das müsste man in Verhältnis setzen, aber das machen sie ja nicht. Genauso wie sie ja auch die stationären Behandlungen sagen, aber das auch wieder nur in absoluten Zahlen. Wer weiß, ob diese 71 Leute, wie lange die schon im Krankenhaus liegen, wie viel das prozentual von den ganzen Neuinfizierten sind. Das sehen wir auch hier im Mainstream. Viel Streit ums Thema Verschärfungen, die es vor allem wegen des im Mai politisch beschlossenen Grenzwerts von 50 Infizierten pro 100.000 Einwohnern gibt. Wie schlimm aber ist es überhaupt, wenn der überschritten wird?
Von den Infizierten muss seit der Frühjahrswelle weiterhin nur ein geringer Prozentsatz ins Krankenhaus. Letzte Woche sank der Wert sogar wieder auf 5%. Und noch sehr viel geringer der Anteil der Todesfälle. Seit fast 3 Monaten liegt er deutlich unter 1%. Ja, und genau auf diese irreführende Darstellung der Zahlen zielen meine Fragen ab, auf die auch später genauer eingegangen wird. So, ich will jetzt nochmal kurz zusammenfassen, was da weiter gesagt wurde. Und zwar, man sagt, wenn die Infektionszahlen weiter steigen, dann überlegt man sich, private Feiern auf maximal 10 Personen zu begrenzen und es dürfen sich dann auch nicht mehr als 2 Haushalte treffen. Da sagt man natürlich, okay, wir sind total überzeugt, dass unsere Maßnahmen wirken, können das aber noch nicht genau sehen, weil die Maßnahmen noch relativ frisch sind. Man will auch weiter testen, also man sagte, man will auf jeden Fall jetzt diese Antigen-Schnelltests erweiternd einsetzen. Man will vor allem da, wo in empfindlichen Bereichen, in Altenheimen, in Krankenhäusern und so weiter, da will man diese Schnelltests einsetzen und nur noch bei symptomatischen Fällen, da will man dann ganz gezielt mit dem PCR, mit der PCR-Methode da testen. Das macht man, um die Labore freizuhalten. So, erst nochmal zu diesem Schnelltest. Wir haben ja eine Meldung gesehen, wo Bosch dann diesen Schnelltest hergestellt hat und die sagen, der Test gilt als relativ sicher. Die Sensitivität liegt bei 98% und die Spezifität bei 100%. So, hier wird es aber wahrscheinlich so sein, dass sie Sensitivität und Spezifität vertauscht haben. Die Spezifität kann niemals 100% sein. Die Sensitivität liegt meistens immer bei fast 100%. Insofern sehen wir, dass es hier 2% falsch positive gibt. Was das bedeutet, da können wir nachher nochmal genau drauf eingehen. PCR, da muss man sich halt genauer mit beschäftigen. So, wir schauen nochmal, was die Gesundheitssenatorin Dr. Melanie Leonard hier zu den Tests sagt. Und es weiterhin ja so ist, dass viele Menschen sich fragen, liegt eventuell die Zahl der hohen Neuinfektionen, die wir jetzt täglich bekannt geben, auch damit, geht die womöglich damit einher, dass wir insgesamt mehr testen. Und da müssen wir sagen, natürlich testen wir sehr viel mehr. Und es mag den einen oder anderen Zufallsfund auch geben, den wir entdecken. Insgesamt ist aber sehr prägnant, dass die Quote der positiven Tests, also innerhalb der Grundgesamtheit der gesamten Tests, immer weiter angestiegen ist. Wir liegen jetzt inzwischen stabil über 2% Positivquote bei den Tests. Und wir hatten im Sommer mal als Vergleich 0,2. Sodass man sagen muss, dass leider dieses alleine nicht dazu beiträgt, dass wir so eine hohe Zahl von Neuinfektionen verkünden müssen. So, hier auch nochmal, wir sehen, sie sagt, wir liegen konstant in dem Bereich von 2%. Das könnte auch genau in dem Bereich von den Falsch-Positiven sein und vergleicht es dann mit den Zahlen von Sommer, 0,2%. Aber wenn wir uns hier das Robert-Koch-Institut anschauen, dann sehen wir, dass es zu Lockdown-Zeiten viel, viel höher lag und man bei 2% da schon die Maßnahmen gelockert hatte und den Lockdown aufgehoben hatte. Insofern zu sagen, 2%, oh, ist ja ganz schlimm, das steigt immer weiter, ist eigentlich ja absolut irreführend. Ja, was ja auch nicht gesagt wurde, ist, dass jetzt die Krankenhäuser natürlich auch alle viel, viel besser auf diese Corona-positiv Getesteten vorbereitet sind. Natürlich Anfang des Jahres hat man dann gesagt, das ist ein neuer Virus. Man hat dann teilweise, wie Könlein und Engelbrecht hier ausgeführt haben, hat man vor allem im Ausland mit neuen Medikamenten ausprobiert, die dann wahrscheinlich auch für die hohe Todesrate verantwortlich waren. Schaut euch den Artikel da ganz aufmerksam nochmal an. Und das hat man natürlich überhaupt nicht in Betracht gezogen, dass auch wenn wir jetzt hohe Positivraten haben, auch viele ins Krankenhaus kommen, was auch tatsächlich nicht der Fall ist. Wir sehen, wie gesagt, hier ARD, ZDF. Von den Infizierten muss seit der Frühjahrswelle weiterhin nur ein geringer Prozentsatz ins Krankenhaus. Letzte Woche sank der Wert sogar wieder auf 5%. Und noch sehr viel geringer der Anteil der Todesfälle. Seit fast 3 Monaten liegt er deutlich unter 1%. Insofern da auch wieder, man kommuniziert Zahlen ohne irgendwelche Bezugsgrößen. Man kommuniziert das in einer irreführenden Weise. Und das ist auf jeden Fall nicht, wie es richtigerweise ablaufen sollte. Und dann kam vom NDR die Frage, warum Hamburg denn noch kein Risikogebiet ist. Das versteht man bei denen im Team nicht, so hat die Dame da gesagt. Und es kamen dann weitere Fragen, okay, warum gilt die Maskenpflicht denn nicht an allen Schulen, warum denn nur an ausgewählten Schulen oder beziehungsweise für bestimmte Stufen oder irgendwas genau war da. Da hat die Gesundheitssenatorin auch richtigerweise gesagt, dass die Kinder und die Jugendlichen die großen Leidtragenden des Lockdowns waren und deswegen will man da jetzt besonders vorsichtig sein.
Da hat man auch die Ausbrüche in Heimen angesprochen. Die Journalisten haben da ganz suggestiv gefragt, wie ist das Virus in die Heime gelandet? Das hier, wie Köhnlein und Engelbrecht sehr schön ausgeführt haben, dass die ganzen Heimausbrüche überhaupt auch ganz andere Gründe haben können als ein schlimmer Virus, auch allgemein, wenn man sich das in anderen Ländern anschaut. Da geht man natürlich gar nicht drauf ein. Man sagt, das wird nur ein Virus sein. Man glaubt an die Infektionstheorie. Dazu auch nochmal hier der Verweis auf das Video Viruswarn, wo ich dieses Buch von Köhnlein und Engelbrecht vorgestellt habe. Es gab auch immer mehrere Fälle, wo denn jetzt die Pfleger geflüchtet sind, wo man die alten Leute alleine gelassen hat und wo es dann viele Tote in den Heimen gab. Aber das müsste man sich nochmal ganz explizit anschauen. Weiter geht man auch auf die Sperrstunde ein. Man hält die Sperrstunde für wichtig und nötig. Da halt die Partys ausarten, da geht man darauf ein, dass es da angeblich auf der Reeperbahn irgendwo in einem Keller eine Party mit 90 Personen gegeben hat. Und deswegen sagt man ab 23 Uhr, weil dann die Nachtaktivität ja immer schlimmer wird, auch Alkohol fließt, die Leute hemmungsloser werden sozusagen, hat man dann diese Sperrstunde erlassen. Zur Maskenpflicht sagt man, man prüft jetzt die Maskenpflicht weiter auszuweiten auf andere Bezirke, auf andere Orte in Hamburg. Da waren wir ja auch in Hamburg unterwegs und haben die Leute gefragt, was sie von diesen Maßnahmen halten. Schaut doch gerne rein, wenn ihr die Videos noch nicht kennt. Und man hat halt auch gesagt, die Leute, man möchte sie dazu anhalten, dass sie freiwillig die Masken aufsetzen, wo sie keine Pflicht sind, wo denn die Abstände nicht eingehalten werden oder ja, wo sie meinen, dass da Infektionsgeschehen stattfinden kann. So, kommen wir dann mal zu meinen Fragen, die ich gestellt habe. So, dann kommen jetzt ein paar Fragen an Frau Senatorin Leonhard, die von Jens Böckenfeld, Große Freiheit TV. Die sind sehr ausführlich. Ich versuch's mal und wenn das hier den Rahmen sprengt, dann sehen wir es ja. Das deutsche Netzwerk Evidenzbasierte Medizin hat bereits zum dritten Mal die irreführende, in Anführungszeichen, Berichterstattung über Corona bemängelt. Es werden nur, Zitat, Fallzahlen ohne Bezugsgröße kommuniziert. Warum kommunizieren Sie nicht, wie viele Tests durchgeführt werden, ob jemand von den Infizierten nur einen positiven Test oder tatsächlich Symptome hat und wie hoch die Falsch-Positiv-Rate ist? Als kurzer Einwurf, da hat man meine Frage korrekt und vollständig vorgelesen. Und jetzt schauen wir mal, was die Senatorin dazu sagt. Also, sämtliche Studien über die PCR-Testung, das ist auch jüngst wieder über Frau Professor Ziesek und andere kommuniziert worden, zeigen, dass wir eine sehr, sehr geringe, fast zu vernachlässigende Falsch-Positiv-Rate haben, wenn der Rachenabstrich ordnungsgemäß durchgeführt worden ist. Das ist das Erste. So, hier ganz kurz als Einwurf. Wenn man sich ganz genau mit dem PCR-Test beschäftigt, dann sieht man, dass das überhaupt nicht zu vernachlässigen ist. Ich kann da auch immer gerne auf dieses Video von Naomi Seid verweisen. Sie ist ja ganz genau auf dem PCR-Test. Test eingegangen, verweist da auch auf den Erfinder dieser PCR-Methode. Schaut euch das unbedingt mal an und verifiziert mal, was die Dame hier sagt. Das Zweite ist, auch die Akteure des Netzwerks Evidenzbasierte Medizin wissen und sind auch sehr vertraut übrigens mit den Zahlen der PCR-Testung, die in Deutschland durchgeführt werden. Die werden ja auch kommuniziert. Also das RKI hat jüngst kommuniziert, dass wir inzwischen bei 1.200.000 die Woche, meine ich, sind. In dem Bereich schwankt das zurzeit. Ja, das stimmt. Wir haben die Tests verdreifacht. Da kennen Sie den Lagebericht. Und wir in Hamburg führen zwischen 11.000 und 12.500 Tests am Tag durch. Und diese Zahl wird sich jetzt, ja, ich sag mal, die Zahl der durchgeführten Tests wird sich ja insgesamt noch erhöhen, dadurch, dass wir jetzt diese Antigen-Schnelltests zusätzlich einsetzen können. So, wenn ich diese Zahlen einfach mal hier in meine Tabelle eingebe, die habe ich von Samuel Eckhardt, er hat das hier sehr schön beschrieben, dann sehe ich, wir haben 85.000 Tests pro Woche. Wir haben jetzt diese Woche 1.053 positiv getestet. Jetzt habe ich hier eine Spezifität von 97,8% angegeben oder im besten Fall von 98,6. Da sehen wir, dass alle positiv getestet werden, dass es alles Falsch-Positive sind. Im besten Fall, sowohl im schlechtesten Fall. So, überprüft das gerne selbst, schaut euch das an und wie immer alles verlinkt. Die Rate, wie sozusagen die Zahl der Tests im Verhältnis zur positiv
Testung liegt. Die spiegelt sich ja in der sogenannten Positivrate wieder. Das ist das sozusagen, was ich vorhin erläutert habe. Und das ist auch den Akteuren dieses Netzwerks ja sehr bekannt. Die steigt eben mit der Anzahl der Testungen. Und das bedeutet, dass wir eine höhere Inzidenz innerhalb der Bevölkerung haben. Und das ist das, was uns zu diesen Maßnahmen ja leider zwingt an dieser Stelle. Und die ist zum Beispiel gegenwärtig bei rund um 2%. So, auch hier merkt ihr, die sagt, okay, die ist denn bekannt mit dem PCR-Test, ihnen ist bekannt, dass diese Positivquote steigt, aber es wird einfach nicht kommuniziert. Wo seht ihr auf der Seite der Hamburger Bürgerschaft, wo seht ihr da irgendwelche Positivquoten? Man sieht es ganz, ganz versteckt beim RKI, aber da schaut sowieso keiner rein. Und wie gesagt, 2% ist überhaupt nicht auffällig. Insofern, hier wieder ein Strohmann, man tut so, als würde man dieses Argument widerlegen, dabei ist man überhaupt gar nicht wirklich drauf eingegangen. Gut, die nächste Frage ist auch noch mal sehr fachlich. Ich versuche es mal so zu formulieren. Warum setzen Sie die Inzidenz nicht ins Verhältnis mit den Tests und geben an, wie viele von den Personen tatsächlich ernsthaft erkrankt sind? Und da geht's los, dass meine Frage nicht vollständig gestellt wird. Die war vielleicht ein Satz länger als die Frage davor, aber man hat halt einfach nur die letzten Sätze genommen. Ich lese mal vor, was ich komplett gefragt habe. Experten wie Stefan Willig, der ist der Chefepidemiologe an der Charité in Berlin, oder Carl Hennigan, Direktor des Oxford Center for Evidence-Based Medicine, bezeichnen die 50er-Inzidenz als einen groben Anhaltspunkt, der nichts darüber aussagt, ob die infizierte Person tatsächlich ernsthaft erkrankt ist oder nur zufällig getestet wurde. Seit Festlegung der 50er-Inzidenz im Mai wird knapp dreimal so viel getestet. Warum setzen Sie die Inzidenz nicht ins Verhältnis mit den Tests und geben an, wie viele von den Personen tatsächlich erkrankt sind? So, ich blende euch hier auch nochmal die Quellen ein, wo ich das her habe von den beiden Experten. Schaut da auch gerne mal rein, unten wieder alles verlinkt. So, nochmal die Frage hier, da sieht man, es wird nur der letzte Satz wiedergegeben. Warum setzen Sie die Inzidenz nicht ins Verhältnis mit den Tests und geben an, wie viele von den Personen tatsächlich ernsthaft erkrankt sind? Also, wir kommunizieren ja nicht nur die Zahl der Tests, also auch über das RKI bundesweit, sondern wir kommunizieren die Inzidenz mit. Insofern kann man das ins Verhältnis setzen. Die Inzidenz steigt nicht nur wegen mehr Tests, sondern bei gleicher Zahl der Testung steigen die positiven Ergebnisse. Insofern ist das ins Verhältnis gesetzt. Hier auch, nein, man hat das nicht ins Verhältnis gesetzt. Inzident ist eine Zahl, die politisch im Mai festgelegt wurde. Viel Streit ums Thema Verschärfungen, die es vor allem wegen des im Mai politisch beschlossenen Grenzwerts von 50 Infizierten pro 100.000 Einwohnern gibt. Und wir kommunizieren als Stadt sehr regelmäßig die Menschen, die einen stationären Behandlungsbedarf wegen einer Covid-19-Erkrankung haben. Und man kann sehen, dass es in den letzten 3 Wochen sehr gestiegen ist. So, hier auch wieder, sie sagt, ja, man kann sehen, die in stationäre Behandlung, die Zahlen sind gestiegen, aber das auch wieder nur absolute Zahlen. In was für einem Verhältnis sind das? 1% von den Infizierten, sind das 0,5% gestiegen, sagt überhaupt nichts aus. Das ist genau das, was das IBM kritisiert. Das sind irreführende Darstellungen ohne irgendwelche Bezugsgröße. Ja, und jetzt kommt das Beste, wie unser Bürgermeister ganz erbost ist, dass solche kritischen Fragen gestellt werden. Also diese Fragen, will ich das noch mal einmal sagen, die deuten doch alle darauf hin, dass es eine Haltung geben sollte, ist doch alles nicht so schlimm. Und das ist definitiv nicht die Einschätzung des Senats. Wir sind in einer kritischen Lage der Pandemie. Und wer es nicht glaubt, kann sich in Europa umgucken. Frankreich hat den Gesundheitsnotstand ausgerufen. Wir sehen die zusätzlichen Zahlen der stationären Fälle auch schon bei uns. Also es ist hier nicht irgendein Artefakt im Spiel. Und die Spezifität der PCR-Reaktion ist fast 100%. Also wir haben kein Problem mit dieser PCR-Technik, falsch positive Fälle in einem nennenswerten Umfang hier zu haben. Es ist hier wirklich eine Legendenbildung im Hintergrund, so nach dem Motto, ist doch alles irgendwie nur eine Fehlinterpretation von Daten. Wir haben hohe Testzahlen, ja, aber die Positivitätsrate ist gerade erwähnt worden, die ist eher höher noch als vor einigen Monaten. Und wir gehen sehr sorgfältig mit diesen Fragen um. Und deswegen ist es jetzt sehr geboten, dass wir diese Maßnahmen treffen. Hier auch wieder,
Was fällt Ihnen bloß ein, solche kritischen Fragen zu stellen? Das kann ja wohl nicht sein. Die Maßnahmen sind wichtig. Wir wägen das alles ganz genau ab. Das ist nur eine Legendenbildung, was da passiert. Ja, ich habe natürlich die Fragen formuliert, aber das ist nicht das, was ich gesagt habe. Ich beziehe mich da auf die beiden Experten, die man schön in der Frage rausgelassen hat. Wie gesagt, der eine ist der Kollege von Drosten an der Charité, der andere von der Oxford University, ein hoch angesehener Mann. Und das natürlich, was die sagen, ist alles Bullshit, da darf man überhaupt nicht drauf eingehen. Und wer das macht, ist natürlich ein Ketzer. Unsere Maßnahmen wirken und schaut euch einfach mal an, was denn in den Nachbarländern passiert. Erstmal, hier ist nicht Frankreich, wir sind hier in Deutschland. Ist der Virus irgendwie rassistisch, dass da nur Franzosen befällt oder Italiener? Nein, das ist er nicht. Und deswegen, es kann auch ganz andere Gründe geben als diesen Virus. Da hat hier Dr. Könlein und Thorsten Engelbrecht haben darauf hingewiesen. Ja, und ich finde, das schlägt den fast den Boden aus, wie er darauf reagiert. Wie gesagt, es werden die Experten weggelassen, dann wird das so hingestellt, als wäre es einfach nur ein durchgeknallter Journalist, der solche Fragen stellt. Nein, es ist nicht so. Und wie er sich der Bos mit irgendwelchen Pseudo-Argumenten kommt, auch sagt, der PCR-Test ist ganz genau, das ist alles wissenschaftlich bewiesen, ist alles Hanebüchen ohne Ende. Wir werden mit dem Antigen-Test weitere Möglichkeiten haben, Infektionsausbreitung zu verhindern. Also sie im kritischen Bereich einzusetzen. Die Spezifität der Antigentests ist nicht ganz so gut wie die der PCR, aber die werden momentan auch noch gar nicht eingesetzt. Das heißt, wir werden das in dem Einsatz dieser Antigentests zusätzlich berücksichtigen. Ah, okay. Hier sagt er, die Spezifität der Antigentests ist noch nicht so gut. Die werden zwar momentan noch nicht eingesetzt, aber bald. Ja, wenn sie nicht so gut sind, warum will man dann überhaupt einsetzen? So, und der PCR-Test hat schon eine ziemlich schlechte Spezifität. Aber noch einmal, das ist wirklich etwas Besonderes. Die PCR, dieser Test, der im Labor gemacht wird, ist von höchster Güte. Er ist sehr, sehr sensitiv und er ist sehr, sehr spezifisch. Es ist die Referenzmethode, die wir derzeit nutzen. Und da kann man nicht dran vorbei argumentieren. Da kann man nicht dran vorbei argumentieren. Wollen wir einfach mal schauen, was der Erfinder dieser PCR-Methode dazu sagt, zu diesem Test der höchsten Güte. It allows you to take a very minuscule amount of anything and make it measurable and then talk about it in meetings and stuff like it is important. So, ich übersetze mal kurz. Er sagt, der PCR-Test erlaubt dir, eine winzige Menge von irgendetwas zu nehmen, sie messbar zu machen und dann es so darzustellen, als ob es wichtig wäre. It doesn't tell you that you're sick and it doesn't tell you that the thing you ended up with really was going to hurt you or anything like that. Und weiter sagt er hier, dass der Test nicht aussagt, ob man irgendwie krank ist oder ob man das, was man gefunden hat, ob das einen tatsächlich krank macht oder irgendwie schadet. Diese Infektionszahlen nehmen zu und wir haben immer gesagt, 85%, also die Großteil der Menschen, die betroffen sind, bekommen keine ernsten Symptome, keine ernsten Erkrankungen. Aber es geht um die älteren Jahrgänge und um die Verläufe, die dann wirklich sehr schwer sind und vor denen wir uns auch fürchten müssen, dass wir das nicht vernünftig in der Kontrolle haben. Und deswegen diese ganzen Maßnahmen. So, jetzt kommt man zu meiner dritten Frage. Ich lese die mal direkt vor, damit ihr seht, wie die wieder aus dem Kontext gerissen wird, wie da wichtige Sachen rausgelassen werden. Und zwar, meine Frage war, Professor Dr. Ines Kapstein, Fachärztin für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie, Fachärztin für Hygiene und Umweltmedizin, hat in der September-Ausgabe der Fachzeitschrift Krankenhaushygiene die Quellen, die der Maskenempfehlung des RKI zugrunde lagen, untersucht. Sie kam zu dem Ergebnis, dass die nationalen und internationalen Gesundheitsbehörden entgegen der wissenschaftlichen Standards der evidenzbasierten Medizin keine wissenschaftliche Grundlage für die Empfehlung von Masken haben. Ist Ihnen dieser Artikel bekannt? Dann wollen wir mal schauen, wie jetzt die Frage gestellt wird. Passt auf. Es gibt dazu in eine ähnliche Richtung gehend noch eine Frage von Herrn Böckenfeld, Große Freiheit TV. Mehr die Frage, ob Ihnen ein bestimmter Artikel bekannt ist. Ich stelle Sie mal eben, Professor Dr. Ines Kapstein hat einen Artikel darüber geschrieben, dass es keine wissenschaftliche Grundlage für die Empfehlung des Maskentragens gibt. Weder was das für eine Frau ist, noch wo das erschienen ist, noch dass sie die Empfehlung des RKIs untersucht hat. Geht jetzt sicher in eine ähnliche Richtung, die Antwort wie eben das schon vom Bürgermeister. So, und wir sehen hier die Gesundheitssenatorin schon total genervt. Die denkt so, ach, wer stellt dann da so kritische Fragen? Genau, das ist doch nun durch zahllose Studien inzwischen belegt, dass es sehr wohl einen positiven Effekt hat.
durch zahllose Studien belegt. Ja, und genau das hat die Frau Kapstein untersucht. Sie hat sich alle Studien angeschaut, die das RKI anführt. Und die Studien sagen genau das Gegenteil von dem, wofür sie zitiert werden. Insofern hat unsere Gesundheitssenatorin entweder nicht die RKI-Studien oder die, die zitiert werden, genau geprüft oder den Artikel von Frau Kapstein gelesen. Und man kann dazu noch sozusagen die Alltagserfahrung nehmen, dass wir bei Veranstaltungen, wo die Hygienekonzepte eingehalten worden sind, wo alle Masken getragen haben, in den allerseltensten Fällen Übertragungsgeschehen bundesweit übermittelt bekommen haben. Da, wo das nicht der Fall ist, sieht es schon ganz anders aus. Wenn die Maske nah an der Quelle sitzt, gut getragen wird, hat sie sehr wohl einen positiven Effekt. Oh mein Gott, also sie sagt ja wieder, Hygienevorschriften, die eingehalten worden sind, dann hatten wir kein Infektionsgeschehen. Ist ja toll, Korrelation ist nicht Kausalität. Es gibt hier 4 Paper, die alle sehr renommiert sind und die sagen, egal welche Maßnahmen verhängt werden, der Infektionsverlauf ist überall gleich. Insofern, diese Studien kennt die Dame offenbar auch nicht, sagt aber, unsere Maßnahmen wirken natürlich. Wir sind die Tollsten und Besten, unsere Politik wirkt und wer das anzweifelt, ist ein böser Ketzer. Das gehört auch mit zu den Punkten, die im Laufe der letzten Monate an gehärteter Erkenntnis vorliegt. Es war ja zu Anfang gar nicht erwartet worden, dass diese Masken einen so großen Einfluss haben. Die Mechanismen, die über die Maske wirken, sind auch komplexer, als man zunächst angenommen hat. Sie können ja ganze wissenschaftliche Abhandlungen darüber lesen, wie das mit den Aerosolen, mit der Partikelgröße ist. Hier verbreitet er Tatsachen, die schon längst widerlegt worden sind. Sogar die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC hat ihre Aussage widerrufen, dass irgendwie ein Virus über Aerosole verbreitet wird. Und wie das alles miteinander in Wechselwirkung steht, auch was die infektiöse Dosis bei einem Menschen dann ausmacht, ob er dann wirklich ernst erkrankt wird oder nicht. Es gibt eine weit überwiegende wissenschaftliche Einschätzung dazu, dass die Maskenpflicht sehr, sehr wirksam ist. Wir haben gerade zitiert, das RKI empfiehlt sogar weitergehend noch als das, was wir haben. Das heißt, es gibt hier eine weit überwiegende wissenschaftliche Einschätzung und ich glaube, wir sollten diese Erkenntnisse nutzen. Hier auch wieder genauso, wie man beim Klimawandel argumentiert. Die sind sich alle einig, die wissenschaftliche Evidenz ist gegeben und deswegen ist das so. Hinterfragt nicht unsere Studien und schaut da nicht genauer rein. Die Mehrheit der Wissenschaftler sagt das. Es ist eine praktische Erfahrung, es ist aber auch eine wissenschaftlich fundierte Einschätzung. Und insofern gucken wir uns diese Publikation auch gerne nochmal an. Aber es ist, glaube ich, sehr, sehr akzeptiert mittlerweile, dass wir mit dieser Maskenpflicht uns etwas sehr Gutes tun. Er hat also hier zugegeben, er kennt diese Publikation nicht. Die ist in der September-Ausgabe erschienen. Offenbar kennt unser Bürgermeister und die Gesundheitssenatorin diesen Artikel nicht. Was sagt uns das? Diese Leute regieren über uns. Ja, das war's von mir mit meinem kleinen Bericht hier von der Pressekonferenz in Hamburg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Teilt auch dieses Video fleißig, dass die Leute mal sehen, wie die Politik auf kritische Fragen reagiert. Ich glaube, das ist in anderen Bundesländern nicht groß anders. Wenn denn überhaupt solche Fragen gestellt werden, wie gesagt, ich habe mir ein paar Pressekonferenzen angeschaut und es ist wirklich zum Haare raufen, was da für banale Fragen gestellt werden. Ansonsten, ja, folgt mir auch unbedingt bei Telegram. Ihr wisst, hier bei YouTube wird immer mehr zensiert. Bei Telegram könnt ihr auch dann immer schön nach Schlagworten suchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier den Charité-Professor oder der von Oxford da zitiert habe, könnt ihr das einfach als Suchbegriff eingeben. Dann bekommt ihr die entsprechenden Meldungen direkt da angezeigt, könnt das nachrecherchieren. Insofern, wer nicht bei Telegram ist, der weiß nicht, was passiert. Der muss das glauben, was im Mainstream gesagt wird und was hier unsere Politiker uns erzählen. Insofern, vielen Dank fürs Anschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.